So, willkommen zurück zur Vorlesung Patentrecht. Wir sind in der letzten Vorlesung nicht ganz fertig geworden mit dem wichtigen Lizenzvertragsrecht, wo es ja um Geld und Millionen geht. Deshalb machen wir das heute zu Ende und dann kommt noch das tolle Kapitel, was eigentlich für heute vorgesehen ist, nämlich Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren, das heißt, wie man Patente wieder aufheben kann. Das ist aber dann nicht so spektakulär. Letzte Woche haben wir gesprochen über § 15 Patentgesetz, wo drin steht, man kann Patente übertragen. Wir haben gesehen, das geht im Urheberrecht nicht. Was im Urheberrecht wie im Patentrecht geht, ist aber die Einräumung von Lizenzen, und zwar ausschließliche und nicht ausschließliche für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder eines Teils davon. Sie können also Lizenzen für Bonn, für Düsseldorf, für Bonn-Bad Godesberg oder von mir aus auch fürs Juridikum vergeben. Die sind dann räumlich begrenzt. Ebenso können Sie es aber auch anderweitig beschränken. Wir haben gesehen, der Lizenzvertrag ist üblicherweise ein gegenseitiger Vertrag, aber Sie können auch unentgeltliche Lizenzen vergeben natürlich. Auch das ist zulässig, hat sogar eine Praxisrelevanz. Zum Beispiel gibt Google unentgeltliche Lizenzen für die Patente für Filmkodierung. Also wenn Sie jetzt Videos im Internet machen wollen, können Sie kostenlose Patente von Google nutzen, die Google unentgeltlich zur Verfügung stellt. Also auch das ist möglich. Wir haben auch darüber gesprochen, es gibt Meistbegünstigungsklauseln, die sagen, wenn irgendjemand anderes eine billigere Lizenz kriegt, musst du mir die zum gleichen Preis geben. Also meine Lizenzgebühr passt sich an den besten Konkurrenten. Und wir haben gesehen, es gibt auch Wettbewerbsverbote, wo dann drin steht, du darfst mir keine Konkurrenz machen, beziehungsweise du darfst keine Produkte von Konkurrenten lizenzieren, sondern nur meine. Wir haben auch gesehen, es findet ganz normal BGB-Anwendung auf den ersten Blick. Das heißt, wir haben einen gegenseitigen Vertrag. Wenn keine Lizenzgebühren gezahlt werden, darf ich nach 320 zurückhalten die Überlassung der Lizenz, das heißt die Erlaubnis. Das heißt, so lange kann ich dann auch sagen, du darfst nicht weiter produzieren oder verkaufen. Außerdem finden ganz normal 280 folgende Anwendungen. Das heißt, bei Pflichtverletzungen kann ich Verzögerungsschaden verlangen, ich kann Verzugszinsen verlangen, ich kann zurücktreten nach 323.1, ich kann Schaden statt der Leistung verlangen. All das geht ganz normal nach Schuldrecht. Das Ganze ist auch ein Dauerschuldverhältnis. Das heißt, es ist genauso wie ein Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Handyvertrag. Aber es ist eben typologisch gerade keiner der spezialgesetzgeregelten Verträge. Das heißt, wir haben vor allen Dingen die Kündigung aus wichtigem Grund und die Störung der Geschäftsgrundlage. Die Störung der Geschäftsgrundlage greift insbesondere dann ein, wenn das Patent für unwirksam erklärt wird oder wenn die Patentschutzdauer abläuft. Dann darf ich aus wichtigen Gründen kündigen, weil die Umstände sich wesentlich verändert haben. 313 Absatz 3. Das Patent ist, die Lizenz ist aber nicht nur ein Schuldverhältnis, sondern es ist gleichzeitig auch ein Verfügungsvertrag. Das hat dingliche Wirkung. In dem Moment, wo jemand eine Lizenz hat, hat er ein geschütztes Recht gegenüber jedermann, jedenfalls bei der ausschließlichen Lizenz. Die ausschließliche Lizenz berechnet den Lizenznehmer jedem anderen in dem Geltungsbereich die Nutzung des Patents zu verwehren. Das schließt auch den Patentinhaber selber ein. Sie kennen das im Urheberrecht. Ich habe meine Dissertation geschrieben, habe einen Verlag, die Verlagsrechte übertragen. Jetzt darf ich Ihnen meine Dissertation nicht mehr kopieren, per E-Mail schicken, vorlesen oder ähnliches, weil die Urheberrechte sind zwar meine, die Nutzungsrechte hat aber der Verlag. Da haben wir auch darüber gesprochen, die Höhe der Lizenzgebühr kann entweder pauschal sein, zahl mir einmalig einen bestimmten Betrag oder zahl mir für eine bestimmte Stückzahl einen bestimmten Betrag, dann kannst du 1000 Mal das Patent benutzen und dann musst du neu zahlen. Üblich sind aber Stücklizenzen, das heißt für jedes hergestellte Stück unter Verwendung des Patents oder für jedes verkaufte Stück muss eine bestimmte Gebühr bezahlt werden. Alternativ gibt es auch umsatzbezogen, dass gesagt wird, ich kriege 3% deines Umsatzes. Das hängt von der konkreten Gestaltung ab. Wenn Sie Stück- oder Umsatzlizenzen haben, dann brauchen Sie auch Unterlagen, an denen Sie es bemessen können. Das heißt, üblicherweise muss der Ihnen dann halt irgendwelche Bilanzen vorlegen, damit Sie es überprüfen können. Es ist auch möglich, dass die Lizenzgebühr offen gelassen wird.
dann greift 316 BGB und der Lizenzgeber kann die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmen. Ob er sein Ermessen richtig ausgeübt hat, entscheidet dann ein Gericht, nämlich nach 315 Absatz 3 kann das Gericht dann eine überhöhte Lizenzgebühr auf eine angemessene Gebühr herabsetzen. Ansonsten muss er halt das zahlen, was er sich wünscht. Das haben wir auch schon mal uns grob angeguckt, 15 Absatz 3. 15 Absatz 3 betrifft die Konstellation, ich habe eine Lizenz bekommen von dem jetzigen Patentinhaber. Nach Erteilung der Lizenz veräußert der Lizenzinhaber das Patent aber an einen Dritten. Also wir haben den Lizenzgeber und den Dritten. Und dann sagt 15 Absatz 3, kann der Dritte nichts gegen Lizenznehmer unternehmen. Die Lizenz wirkt auch zu Lasten des neuen Erwerbers. Das Ganze gilt auch analog für Unterlizenzen. Es gibt einen sogenannten Sukzessionsschutz. Man soll den Leuten nicht durch Veräußerung auf höherer Stufe die rechtliche Grundlage entziehen. Wenn Sie also Ihre Lizenz ableiten von jemandem, der jetzt berechtigt ist, und der überträgt seine Berechtigung mit Zustimmung des Inhabers, dann haben Sie auch gegen den neuen Berechtigten ein Recht. So, und dann haben wir diesen tollen Fall mit dem Patent für die Tischkonstruktion. Der N lizenziert das Patent und kursiert die Möbel. Nachdem N über mehrere Monate Lizenzgebühren nicht gezahlt hat, erhebt der G Klage. N wendet ein, das Patent sei zu Unrecht erteilt, es sei derzeit eine Nichtigkeitsklage anhängig, er sehe nicht ein, für ein gar nicht vorhandenes Schutzrecht zu zahlen. Ein halbes Jahr nach Klageerhebung, aber noch vor der mündlichen Verhandlung, wird das Patent rechtskräftig aufgehoben. Hat G gegen N Antwort auf Zahlung der Lizenzgebühr für die Zeit bis zur Aufhebung des Patents? Und die erste Frage ist, woraus ergibt sich der Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebühr? Das ist jetzt eine spannende Frage. Aus dem Lizenzvertrag. Das heißt, ein Anspruch ist aus dem Lizenzvertrag ergeben. Vertrag ist wirksam geschlossen worden, damit ist der Anspruch erstmal entstanden. Aber was könnte passiert sein? Wodurch könnte die Pflicht entfallen sein? Allgemeines Schuldrecht. Was ist das Problem mit diesem Vertrag? Ja, dass das Patent aufgehoben wird und grundsätzlich als von den Wirkung des Patents als von Anfang an nicht eingetreten wird. Genau. Das Patent wird aufgehoben, die Aufhebung hat grundsätzlich Rückwirkung. Das heißt, welche Auswirkungen hat das so auf den Lizenzvertrag? Was ist das Problem? Kann der Vertrag nicht geschlossen werden? Ist das so? Der Vertrag kann geschlossen werden, aber es könnte sein, dass Unmöglichkeit vorliegt bezüglich der Leistung. Ja, es könnte Unmöglichkeit bezüglich der Lizenzgewährung vorliegen. Und was ist dann das Problem? Was passiert, wenn sozusagen die Nutzungsgewährung unmöglich wird? Ja, nach 326.1.1 entfällt dann auch die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr. Frage, ist das so? Hier. Was meinen Sie? Bis zur Aufhebung hatte er ja trotzdem noch ein ausschließliches Recht. Also von daher, denke ich, müsste das schon zahlen. Hatte er ein ausschließliches Recht? Ist das so? Oder zumindest die Lizenz, das zu benutzen ging und andere durften ja eh nicht benutzen. Nein, eine einfache. Also tatsächlich hatte er ja nicht das einzige Recht, aber
faktisch schon, weil die anderen sie benutzt haben, weil sie dachten, sie dürften es nicht. Ja, also in der Tat, es gab nie ein Patent. Das Patent hätte nie erteilt werden dürfen. Das ist die Folge der Aufhebung. Das heißt, unser Möbelhersteller, unser N, hätte ihm nie, unser G hätte ihm nie eine Lizenz geben können, weil er hatte nie eine Lizenz, es gab nie ein Patent. Aber unser N war trotzdem gut beraten, dieses Patent zu lizenzieren, weil er nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass das Patent nichtig ist. Ob es wirklich nichtig ist, wusste man erst in dem Moment, wo es aufgehoben ist. Und alle vorsichtigen Konkurrenten werden sich daran gehalten haben, gesagt haben, im Zweifel ist es wirksam, wir produzieren nicht. Das heißt, er hat praktisch einen Vorteil dadurch erlangt, dass alle anderen Angst hatten und es nicht produziert haben, während er es legal herstellen durfte und damit diesen tollen Tisch als einziger anbieten konnte. Deshalb hat er durchaus das bekommen und deshalb steht er genauso, wie er gestanden hätte, wenn das Patent wirksam gewesen wäre. Wirtschaftlich macht es für ihn keinen Unterschied, ob er ein Patent lizenziert, was wirksam ist und wo tatsächliche Belastungsansprüche herausfordern, oder ob er ein Patent lizenziert, was unwirksam ist, wo aber die anderen nicht wissen, dass es unwirksam ist und deshalb aus Angst vor der Geltendmachung von Ansprüchen auch nicht in die Produktion eintreten. Deshalb müssen sie auch Lizenzgebühren zahlen, wenn gar kein Patent besteht. Der Vertrag ist nach dem Abstraktionsprinzip unabhängig davon, ob die Gegenleistung erfolgt. Das heißt, die Wirksamkeit des Patents ist keine Voraussetzung. B ist dann die spannendere Frage. Wie sieht es denn aus nach der Aufhebung des Patents? Haben Sie dann einen Anspruch auf Zahlung Lizenzgebühr? Dann passt dieses Argument, das wir eben gebracht haben, nicht mehr, denn dann ist die Konkurrenz nicht mehr abgeschreckt. Das heißt, unser Argument passt hier nicht, ziemlich offensichtlich. Müssen Sie dann nicht mehr zahlen? Dann muss man ja nicht mehr zahlen, weil entweder eben die Möglichkeit eingetreten ist oder, und jetzt auch praktisch, also, oder weil die Geschäftsgrundlage weggefallen ist. Ja, in der Tat, das zweite ist der richtige Ansatz. Es ist in der Tat auch wieder nicht unmöglich, weil er hat ihm versprochen, dass er keine Unterlassungsansprüche gegen sie erhebt und keine Schadensersatzklage gegen sie erhebt. Das wird er auch weiterhin nicht tun. Der Grund ist zwar, dass es gar nicht mehr darf, aber dieses Versprechen kann er halten. Das heißt, der Vertrag ist nicht unmöglich geworden. Er kann weiterhin ihnen sagen, ich unterlasse es, dich zu verklagen. Aber in der Tat, die Geschäftsgrundlage ist weggefallen. Der hätte nie einen Vertrag geschlossen, unterlasse es, mich zu verklagen, wenn es gar keinen Anspruch gäbe, aus dem er hätte verklagt werden können. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Was ist die Folge von 313? Eigentlich ja Vertragsanpassung und wenn das nicht möglich ist, dass man eben das Geschäft nichtig ist. Ist das so? Ist die Folge dann, dass das Geschäft nichtig ist? Das könnte man meinen, aber der Gesetzgeber hat es so nicht geregelt. Was ist die Folge bei der Störung der Geschäftsgrundlage? Ja, wenn es nicht die Anpassung ist, dann der Rücktritt. Ja, bei fehlender Anpassung sagt das Gesetz in 313 Absatz 3, haben Sie bei normalen Schuldverhältnissen den Rücktritt und bei Dauerschuldverhältnissen die Kündigung. Also brauchen wir welche entscheidende Voraussetzung, um die Zahlungspflicht zum Erlöschen zu bringen noch, zusätzlich zum Wegfall des Patents? Eine Kündigungserklärung. Das heißt, solange er nicht die Kündigung erklärt, muss er weiter zahlen. Ja? Sie sehen das Problem des Lizenzvertragsrechts. Weil die Pflicht kann er ja noch erfüllen. Denn seine Aussage bei der einfachen Lizenz ist einfach nur, ich will dich nicht auf Unterlassung verklagen, auf Schadensersatz. Und dieses Versprechen kann er halten. Weiterhin, unbegrenzt. Er würde ihn nicht auf Schadensersatz verklagen, weil die Klage würde auch verlieren. Gucken wir uns einen zweiten Fall an. Der Think Tank T hat ein Verfahren zur Herstellung von Düngestreumaschinen entwickelt und patentiert. Der Landmaschinenhersteller H erwirbt eine ausschließliche Lizenz für diese Patente. Der Lizenzvertrag sieht vor, dass der H dem T 6% des Werkabgabepreises als Lizenzgebühr zahlt. Aufgrund von Schwierigkeiten mit der Personalausstattung und der Richtung der Fabrikationsanlagen kann H jedoch entgegen der Erwartungen die Düngestreumaschinen nicht mit wirtschaftlich akzeptablem Aufwand herstellen.
Nach vergeblicher Fristsetzung zu Beginn der Produktion erhebt T Klage gegen H vor dem zuständigen Gericht auf Schadensersatz in Höhe des üblicherweise zu erwartenden Gewinns aus 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 1.1, 252 BGB. Frage, hat die Klage Aussicht auf Erfolg? Klingt wie eine Klausur aus dem zweiten Semester. Klausuren aus dem zweiten Semester sind die coolsten. Jetzt könnte ja auch wieder die Geschäftsgrundlage gestört sein, weil sie beide vorgestellt haben, dass es realisierbar ist und es nicht in seiner Sphäre liegt, dass er es jetzt nur teurer herstellen kann und deswegen die Pflicht entfällt, beziehungsweise er wieder zurücktreten kann. Ja, auch da ist wieder die Frage, kann er hier zurücktreten? Und in der Tat, ursprünglich mal hat er eine Pflicht zu zahlen gehabt, beziehungsweise eine Pflicht herzustellen gehabt. Die hat er nicht erfüllt und damit muss er im Grundsatz erstmal zahlen. Aber möglicherweise kann er sich vorher vom Vertrag lösen und kann dadurch der Zahlungspflicht entgehen. Wonach würden Sie jetzt beurteilen, ob die Geschäftsgrundlage gestört ist oder ob er halt Haftschadensersatz haftet? Schuldrecht AT. Wer trägt denn hier das Risiko, dass die Produktion doch teurer ist als erwartet? Kann nur einer von den beiden sein, wenn nur zwei beteiligt. Ja, grundsätzlich klingt das ja im Risikobereich des H. Ja. Aber für ihn ist es vielleicht jetzt irgendwie nicht zumutbar, es trotzdem zu produzieren, weil er eben niemals Gewinn damit machen könnte. Ja, in der Tat, der H hat grundsätzlich das Risiko, dass sich seine Kalkulationen als falsch herausstellen und deshalb muss der H grundsätzlich auf biegen und brechen, produzieren. Was anderes gilt nur dann, wenn es in der Tat ein Umstand ist, von dem beide Parteien ausgegangen sind und der gerade das übersteigt, was üblicherweise zu erwarten ist. Sie kennen das aus dem Schuldrecht mit irgendwelchen Krieg oder irgendwelche Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Aufstände, solche Sachen, mit denen keiner rechnen muss. Eine schlichte Fehlkalkulation ist immer im Risiko desjenigen, der die Verantwortung hat. Das wäre in unserem Fall der H. Man sagt, bei neuen Patenten und auch jetzt Lizenzen ist es genauso wie bei allen anderen Sachen auch, dass grundsätzlich derjenige, die Lizenz erwirbt, das Risiko trägt, das auch produziert und der andere einen Anspruch darauf hat, dass er entsprechend im Umfang tätig wird. Was anderes gilt nur, wenn er ohnehin den Vertrag nicht so erfüllen kann, wie erwartet. Das heißt, hier, wenn er nur eine kleine Zahl herstellt, hat auch unser T nichts davon, denn T kriegt er nur 6% des Werkabgabepreises. Wenn er nur 2 im Jahr verkauft, hat T auch keinen Gewinn. Das heißt, dann wird man sagen, geht der Umstand in die Sphäre beider Parteien und der Vertrag kann dann entweder geändert werden oder sogar ganz aufgehoben. Das hängt aber vom Einzelfall ab. In diesem Fall sagt man, kann der Vertrag aufgehoben werden, weil T soll das Patent wirtschaftlich realisieren können. Das kann er mit Schadensersatz nicht erreichen. Lizenzverträge können grundsätzlich inhaltlich frei ausgestaltet werden. Das heißt, Sie können sagen, es gilt nur für bestimmte Marktsegmente. Wenn Sie einen Computerchip entwickelt haben, können Sie sagen, der eine darf ihn nutzen für Autos und der andere für Laptops und der dritte für Handys. Das ist völlig zulässig, weil das drei verschiedene Märkte sind. Maßgeblich ist, ob es aus Sicht eines objektiven Dritten unterscheidbar ist. Wenn das der Fall ist, ist das in Ordnung. Sie können auch quantitativ das Ganze begrenzen und sagen, du darfst maximal 20% des Marktes beliefern, damit sozusagen sie genug Abnehmer behalten und der eine Kunde keine Monopolposition kriegt.
Außerdem können wir das segmentieren, können sagen, du darfst die Sachen importieren, du darfst sie herstellen und du darfst sie einsetzen. Es ist also nicht so, dass Sie immer nur das ganze Patent lizenzieren können mit allem, was dazu ist. Sie können sagen, der eine darf nur herstellen, der andere darf nur gebrauchen, der dritte darf nur importieren. Das können Sie also auch beliebig differenzieren. Räumliche Vorgaben habe ich schon gesagt. Eine Stadt, ein Stadtbezirk, eine Straße, ein Gebäude. Persönlich können Sie sagen, es darf in einem bestimmten Betrieb produziert werden, also in dem Produktionsbetrieb Bonn, aber nicht in Niedersachsen. Außerdem können Sie ausschließen die Übertragbarkeit der Lizenz oder die Delegation, dass Sie sagen können, Outsourcing geht gar nicht, du musst das selber machen, darfst es keinen Dritten machen lassen. Ansonsten können Sie es auch noch zeitlich begrenzen und die zeitliche Begrenzung ist kartellrechtlich problematisch, weil viele Lizenzen nämlich nicht enden, wenn das Patent erlischt, sondern darüber hinauslaufen. Die können also sagen, du kriegst eine Lizenz für unser Patent, die über 50 Jahre läuft. Das Patent hat aber längstens eine Wirkungsdauer von 20 Jahren, das heißt, die Lizenz wäre länger. Das ist im Rahmen der Vertragsfreiheit erstmal zulässig, aber möglicherweise ist es kartellrechtlich unwirksam, weil Sie den dadurch durch Missbrauch einer Machtposition beziehungsweise durch Vereinbarung von einem Vertrag mit der Konkurrenz abhalten und dadurch verhindern, dass sich ein freier Wettbewerb entwickelt. Wenn jemand mehr macht, als er darf, also wenn er die Lizenzbedingungen überschreitet, zum Beispiel wenn er 10.000 Stück produzieren darf und dann 20.000 produziert, dann haben Sie zwei Ansprüche. Nehmen Sie einmal einen Anspruch aus 280 BGB, ganz normal, schuldrechtlich. Sie haben aber immer parallel auch den deliktlichen Anspruch aus 139 Patentgesetz, das heißt wegen Verletzung des absoluten Rechts. Denn wenn jemand die Lizenz nicht überschreitet, ist es genauso, als hätte er gar keine Lizenz gehabt, er handelt dann schlicht patentrechtswidrig. Sie haben also dann zwei Anspruchsgrundlagen, die beide auf Schadensersatz gehen. Hier haben Sie dazu noch die Unterlassungsansprüche, Auskunftsansprüche, Vernichtungsansprüche, Rückrufansprüche und so weiter und so fort. Praktische Bedeutung hat das Ganze natürlich nur dann, wenn das beschränkt ist. Wenn jemand eine unbeschränkte Lizenz hat, haben Sie weder 280 noch patentrechtliche Ansprüche. Außerdem haben Sie natürlich keine patentrechtlichen Ansprüche, wenn er keine Lizenzgebühren zahlt. Allein die Nichtzahlung der Lizenzgebühren führt nur dazu, dass Sie Ansprüche aus 280 haben. Damit wird die Nutzung aber nicht rechtswidrig. Die Nutzung bleibt gerechtfertigt. Sie müssen nur dann Verzugszinsen zahlen oder Ähnliches. Ja? Also Sie haben Sachen, die nur in den linken Fall fallen und Sie haben Sachen, die in beide reinfallen. Ja, man unterscheidet grundsätzlich zwei zentrale Typen, die einfache Lizenz und die ausschließliche Lizenz. Die einfache Lizenz hat praktisch die Bedeutung, dass sie einfach Leuten erlauben zu produzieren. Große Bedeutung hat es im Cross-Licensing, das heißt, Sie geben dem Konkurrenten eine Lizenz und der gibt Ihnen dafür eine Lizenz an seine Sachen. Das haben wir in Märkten, die hochkonzentriert sind, häufig im Computerbereich zum Beispiel, bei den Herstellern von Computerprozessoren gibt es nur zwei große, nämlich Intel und AMD. Und die haben alle Patente wechselseitig lizenziert. Das heißt, Intel kann AMD-Prozessoren fertigen, AMD kann Intel-Prozessoren fertigen. Da haben sie wechselseitig keine Abwehrrechte. Warum macht man das? Ganz einfach, weil man die Innovation des anderen auch nutzen will. Und das könnte man nicht, wenn man da das Patent gegen einsetzt. Das andere Modell, was auch ganz beliebt ist, ist Sale and License Back. Sale and License Back bedeutet ganz einfach, Sie verkaufen Ihr Patent und lizenzieren es dann einfach zurück. Warum machen Sie das? Weil Sie dadurch das Patent sozusagen zu Geld machen können, bevor es überhaupt soweit ist. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Immobilienbereich, Sale and Lease Back. Sie verkaufen Ihre Immobilie und mieten sich dann wieder rein, weil Sie dann die Immobilie weiter nutzen wollen. Dadurch haben Sie aber sozusagen den Gewinn ausgeschöpft. Also solche Sachen sind ganz üblich. Bei den ausschließlichen Lizenzen gibt es oft sogenannte Patentpools. Auch das kann ich Ihnen vielleicht am einfachsten erklären mit einem Beispiel von Handys. Sie kennen alle Handys, Smartphones. Und bei Smartphones ist es so, die funken in Netzen. Es gibt da das GSM-Netz, es gibt das UMTS-Netz, es gibt das LTE-Netz.
Und jedes Handy muss die Technologie haben, um in diesen Netzen zu kommunizieren. Jedes Handy muss auch SMS verschicken können und so weiter. All diese Technologien sind von irgendjemandem mal erfunden worden. Und dieser jemand hat ein Patent darauf gekriegt. Und nun ist es so, das eine Patent ist bei Nokia. Das zweite Patent ist bei Siemens. Das dritte Patent ist bei Philips. Das vierte Patent ist bei Motorola. Wenn jetzt jeder nur sein Patent hätte, könnte man kein Handynetz aufbauen. Weil man hätte ein Handy, was keine SMS verschicken könnte, weil das Patent woanders ist. Deshalb nehmen all diese Unternehmen alle ihre Patente und schmeißen sie in einen großen Topf und machen daraus ein Paket. Und die sagen, jeder, der ein Handy herstellen will, kann eine Lizenz erwerben für den gesamten Topf, mit allem, was dazugehört. Mit dem SMS-System, mit dem System, um sich einzuwählen in Hotspots, mit allem, was dazugehört. Sie erwerben also nicht eine Lizenz für ein Patent, sondern sie erwerben immer das Gesamtpaket, die große Überraschungskiste. Das macht man deshalb, weil man mit dem einzelnen Patent nichts anfangen kann und deshalb wirft man die Sachen zusammen. Wir werden nächste Woche über Kartellrecht reden hier. Da werden Sie lernen, das ist natürlich eine hinterhältige Masche. Wenn Sie nämlich Patente da reinwerfen, die gar nicht nötig sind für ein vernünftiges Handy, zwingen Sie die Leute dazu, diese Lizenz mitzuerwerben. Das ist ein Fall der Bündelung mehrerer Produkte. Sie können nur das Gesamtpaket erwerben und nicht sagen, ich will ein einzelnes. Sondern Sie müssen immer das Gesamtpaket machen. Und wenn da Sachen drin sind, die nicht reingehören, dann zahlen Sie für Sachen, die Sie nicht brauchen und das ist halt unfair. Und das ist dann Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Kommen wir nächste Woche zu. Und bei ausschließlichen Lizenzen kann man möglicherweise Unterlizenzen erteilen, das heißt, dann kann der ausschließliche Lizenznehmer das weitermachen. Das ist aber nicht zwingend. Sie können auch sagen, der muss es wirklich alles in-house machen. Er darf sozusagen nicht weiterlizenzieren, der darf als einziger produzieren. Zwischen der einfachen und der ausschließlichen Lizenz steht noch die Alleinlizenz. Alleinlizenz meint, Sie erlauben jemandem als einzigem die Sache herzustellen, zu gebrauchen etc. Aber anders als bei der ausschließlichen Lizenz behalten Sie selber das Recht sich vor. Sie sagen also, du darfst als einziger außer mir. Warum machen Sie das? Weil Sie selber auch in den Markt mitmischen wollen und Ihrem besten Freund erlauben Sie das auch, versprechen ihm aber, es wird keinen anderen geben, der außer dir das herstellen darf. Und das hat nicht nur schuldrechtliche Wirkung, es hat auch dingliche Wirkung. Dann sind Sie der Einzige, der es machen darf. Wenn Sie dann weitere Lizenzen einräumen würden, wären die unwirksam, weil Sie vorher schon das Alleinrecht übertragen haben. Das Schöne ist, hier sind wir halt etwas entfernt vom Abstraktionsprinzip. Sie können sozusagen nicht mehr übertragen, als Sie haben. Wenn Sie also vorher eine ausschließliche Lizenz eingeräumt haben, sind alle späteren unwirksam. Prioritätsprinzip. Wenn ein Patent verletzt wird, hat nur der Patentinhaber oder der ausschließliche Lizenznehmer Ansprüche. Das ist offensichtlich, denn wenn Sie 10 Leute haben, die eine einfache Lizenz haben, dann kann es nicht sein, dass alle 10 klagen dürfen. Allerdings kann es sein, dass genau die den Schaden tragen, weil die zahlen brav ihre Lizenzgebühren und der Patentinhaber oder auch die Lizenznehmer, der freut sich, weil er jeden Monat Lizenzgebühren kriegt. Dem ist es ziemlich egal, ob das Patent verletzt wird, weil das Geld kriegt er ja sowieso. Deshalb wird hier die Drittschadenssituation angewandt. Das kennen Sie auch aus dem Schuldrecht. Der Patentinhaber hat nie einen Schaden, weil er kriegt ohnehin das Geld durch die Lizenzen. Er stellt nicht selber her, er kassiert einfach nur Lizenzgebühren. Damit hat er nie einen Schaden, die Lizenzgebühr kriegt er auch, wenn verletzt wird. Der Lizenznehmer, der Einfache, hat keinen Anspruch gegen den Schädiger, weil er nicht ausschließlich Lizenznehmer oder Patentinhaber ist und das Patentrecht eben nur denen ein Recht gewährt. Aus Sicht des Verletzers ist es aber ein Zufall, dass der Patentinhaber nicht selber herstellt, sondern es über Lizenznehmer macht. Das heißt, es wäre eine zufällige Begünstigung und deshalb ist das nicht zu seinen Gunsten zu werten. Und schließlich gibt es keinen eigenen vertraglichen Anspruch. Deshalb ist das Ganze hier ein Fall der Drittschadenssituation. Damit darf der Patentinhaber die Ansprüche der einfachen Lizenznehmer geltend machen. Und die haben dann wiederum nach 285 BGB
einen Anspruch auf Abtretung oder Auszahlung dieser Ansprüche an sich. Kennen Sie also ein Schuldrecht? Das ist die gleiche Konstellation, die man im zweiten Semester macht. Zum Gewährleistungsrecht und Lizenzvertragsrecht. Wir haben letzte Woche gesprochen über die Gewährleistung bei der Übertragung von Patenten. Bei der bloßen Lizenzierung sieht das etwas anders aus. Wenn der Gegenstand überhaupt nicht schutzfähig ist, kommen in Betracht Ansprüche aus 326.4, 326.1, 311a Absatz 2. Voraussetzung dafür ist aber, dass sozusagen dieses Risiko nicht bereits eingepreist ist. In dem Fall, den wir eben hatten, war es so, dass durch die faktische Abschreckungswirkung des Patentes dieses Risiko bereits im Vertrag vorgesehen war. Was anderes gilt nur, wenn es ein noch nicht erteiltes Patent ist, dann kann man das so lösen, wenn ich also eine Patentanmeldung lizenziere oder sogar eine Erfindung, die noch nicht mal angemeldet ist. Wenn das Patent nicht besteht oder zugunsten eines Dritten besteht, das heißt, ich behaupte, ich habe ein Patent, es gibt aber gar kein Patent, dann kann ich vom Vertrag zurücktreten bzw. Schaden statt der Leistung nach 311a Absatz 2, 47,3 haben. Und wenn es Rechte Dritter gibt, Sie erinnern sich, habe ich letzte Woche darüber gesprochen, Vorbenutzungsrechte, Zwischenrechte, einfache Lizenz oder ähnliches, dann kann ich auch wieder Schadensersatz nach 437 Nummer 3, 311a oder Rücktritt nach 437 Nummer 2, 346 geltend machen. Gucken wir uns mal diesen Fall an. Der A hat von B eine patentierte Erfindung lizenziert. A muss dafür monatlich eine fixe Lizenzgebühr an B zahlen. Der B verpflichtet sich, die Erfindung nicht selbst zu verwerten und A bei der Umsetzung zu unterstützen. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und sieht ein beiderseitiges Kündigungsrecht mit einer Frist von 6 Monaten vor. Hat B trotz Ablauf der Schutzfrist einen Anspruch gegen A auf Zahlung der Lizenzgebühr? Ja. Wir haben ja gerade gesagt, dass es prinzipiell möglich ist, so einen Vertrag zu schließen, aber aus kartellrechtlicher Sicht das problematisch ist, weil es den Lizenznehmer, den Lizenzgeber binden würde und dann eine Position eben herstellen, die wir damit nicht erreichen wollen. Dann wäre es ja quasi ja, wichtig. Mhm. Es könnte in der Tat eine Vereinbarung sein, eine Vertikalvereinbarung, die unwirksam ist. Sind die per se unwirksam? Was meinen Sie? Ja, per se wahrscheinlich ist es bestimmt nur auf die Einzelfallabwägung. Es kommt der Einzelfall an. Was spricht denn dafür, dass der Vertrag hier vielleicht länger wirksam bleibt? Also in diesem Fall ist es ja auf die unbestimmte Zeit, aber wir haben ja als beiderseitige Kündigungsrecht mit einer Frist von jeweils 6 Monaten. Das heißt, die Lizenznehmer können sich hier aus einer quasi gebundenen Position ja, selbst befreien. Und könnte damit den möglichen Missbrauch von sich aus entgehen. Ja, in der Tat, der A kann, wenn er will, kündigen und sich damit befreien. Jetzt kann man sagen, naja, aber erst nach 6 Monaten, ne? Das Kündigungsfrist ist 6 Monate. 6 Monate ist immer noch gebunden. Ist das nicht irgendwie unfair, ihn 6 Monate zu binden? Darum prüfe, wer sich ewig binde oder einen Ring, sie zu knechten oder sowas. Aber das steht ja auch das an bei der Umsetzung unterstützen. Das macht aber vielleicht auch noch nach dem Patentablauf, oder? Ja, in der Tat, bei diesen Sachen sagt man, es ist ja nicht nur die Lizenzierung, sondern es ist zusätzlich die Unterstützung. Und die Unterstützung ist eine Leistung, die unabhängig von dem Bestehen des Patents auch noch eine Bedeutung haben kann. Weil so ein Patent umzusetzen, braucht vielleicht auch Sachverstand und Expertise in einem bestimmten Bereich. Und deshalb
kriegt er ja eine Gegenleistung für seine Sache. Und damit ist eine 6 Monate Kündigungsfrist angemessen, weil er hat ja auch Ressourcen, die er bereitstellen muss oder bereithalten muss für diese Unterstützung. Und deshalb sagen wir, 6 Monate ist okay. Alles spielen 2 Parameter eine Rolle, wie lange diese Kündigungsfrist dauert. Also wenn man sagt 5 Jahre oder 2 Jahre, wäre es zu lang, weil man sagt, das ist unverhältnismäßig. Und zum anderen, welche Investitionen des B werden hier geschützt? Wenn es nur um das Patent gehen würde, würde man sagen, das hat er in der Zeit schon geltend zu machen, die das Patent läuft. Das Patent ist allein nicht der Wert. Sobald aber ein Mehrwert geschaffen wird, ist eine längere Frist okay. Ja? Also, Sie müssen überlegen, welche Interessen hat der B und wie lang ist die Frist. Lange Frist bei viel Interesse, kurze Frist bei wenig Interesse. Ja, dann gibt es noch eine Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer. Kann ich Ihnen auch sagen, praktisch sehr bedeutsam, wenn Sie Kartellrecht machen wollen. Artikel 3, wie immer bei diesen Gruppenfreistellungsverordnungen, bestimmt die Marktanteilsschwellen. Man sagt, Konkurrenten dürfen eine Technologietransfervereinbarung nur schließen, wenn der gemeinsame Marktanteil unter 20% liegt. Demgegenüber dürfen alle anderen eine Vereinbarung schließen, wenn der Marktanteil insgesamt unter 30% liegt. Der Grund dafür ist einfach, der Markt wird stärker beeinflusst, wenn Sie Horizontalvereinbarungen haben, als wenn Sie Vertikalvereinbarungen haben. Was Sie nicht vereinbaren dürfen in solchen Lizenzverträgen, sind Preisbindungen und sagen, wir verkaufen zum gleichen Preis. Preisbindungen sind immer tabu im Kartellrecht, das ist ziemlich einfach. Also Preisabsprachen sind immer böse. Ebenso sind aber böse Gebietsabgrenzungen und sagen, du darfst allein in Bonn verkaufen, ich verkaufe dafür allein in Köln. Solche Gebietsabgrenzungen sind immer problematisch, ebenso Mengenbeschränkungen. Mengenbeschränkungen in dem Sinne, dass sie sagen, du produzierst maximal so und so viel, ich produziere dafür maximal so und so viel. Wir teilen uns den Markt auf. Schließlich dürfen sie nicht vereinbaren Forschung und Entwicklung, sie dürfen nicht sagen, dafür forschst du in dem Bereich nicht mehr, dann bin ich alleine zuständig. Sie dürfen niemanden davon abhalten, selber zu forschen. Und Sie dürfen ihn nicht beschränken in der Verwendung seiner eigenen Technologie. Wenn Sie also sagen, du kriegst Zugriff auf meine Patente, dafür darfst du deine aber nicht nutzen, ist das auch nichtig. Diese Kernbeschränkungen führen dazu, dass nicht nur die Klausel rausfällt, sondern die komplette Vereinbarung unwirksam wird. Also der komplette Patentpool-Vertrag oder Lizenzvertrag wird unwirksam, wenn einer dieser Verstöße im Vertrag vorliegt. Der Grund dafür ist, dass man sagt, das ist so schwerwiegend, was da in den Markt eingegriffen wird, dass man dann den Rest auch nicht halten kann. Demgegenüber enthält Artikel 5 sogenannte graue Klauseln. Diese Klauseln werden unwirksam, aber der Rest des Vertrages bleibt dann wirksam. Damit ist sowas gemeint wie exklusive Rückübertragung von Verbesserungen. Sie haben Unternehmen A, das hat erfunden, diese hässliche, fette Colaflasche. Und Unternehmen B hat die brillante Idee, es wäre viel praktischer, wenn man die Flasche etwas länger und weniger bauchig macht, weil man die dann leichter transportieren kann. Dann sagt Artikel 5, dürfen Sie in diesem Lizenzaustauschvertrag nicht vorsehen, dass dann ausschließlich Firma 1 diese dünnen Flaschen nutzen darf. Sondern Sie müssen dann sagen, wer es erfunden hat, behält es auch. Außerdem, Nicht-Angriffsverpflichtungen sind verboten. Nicht-Angriffsverpflichtungen sind gemeint, dass Sie einen Vertrag schließen, wo drin steht, ich verpflichte mich, dein Patent nicht für nichtig erklären zu lassen. Ich glaube zwar, dein Patent ist unwirksam, aber ich verpflichte mich, da nicht gegen vorzugehen. Diese Vereinbarung ist unwirksam, weil man sagt, dadurch wird ein Patentschutz am Gesetz vorbeigeschaffen. Sie kriegen einen Schutz für Erfindungen, die gar nicht schutzwürdig sind. Eine solche Nicht-Angriffsvereinbarung ist per se suspekt. Ja, und dann ein Ausblick auf nächste Woche. Es gibt die sogenannten Patenttrolle. Patenttrolle sind böse und hinterhältig. Und es gibt da 2 verschiedene Geschäftsmodelle. Geschäftsmodell 1 ist, Sie machen eine Erfindung in ganz abstrakter Form. Lassen die als Patent eintragen und dann warten Sie ab. Bis irgendjemand die gleiche Idee hat wie Sie
und das damit Erfolg macht. Dann warten Sie auch eine Zeit lang, bis es wirklich gut läuft, und dann springen Sie aus dem Gebüsch und sagen, ich hatte übrigens vor 15 Jahren mal ein Patent und dagegen hast du jetzt verstoßen. Das ist eine harmlose Sache, aber es betraf so Unternehmen wie zum Beispiel eBay. Es gab jemanden, der hatte Anfang der 90er Jahre die Idee, man könnte über Computer Sachen verkaufen. Hat dafür ein Patent angemeldet in Amerika, hat das 5 Minuten lang versucht, hat nicht geklappt und hat dann nichts getan. Und dann kam eBay und eBay machte viel, viel Geld. Hat er noch mehr gewartet, bis 2002, und hat er gesagt, übrigens, von 1992 habe ich ein Patent, jetzt kriege ich von euch 10% eures Umsatzes, weil ihr habt mein Patent verletzt. Oder auch so Fälle wie Microsoft, die kennen alle Windows. Bei Windows gibt es zum Beispiel den Internet Explorer und damit können Sie Internetseiten aufrufen. Und in diesen Internetseiten können zum Beispiel Filme sein. Ja, Sie kennen sowas wie YouTube. Es gab eine Universität in den USA, die hatte schon Mitte der 90er Jahre Idee, man könnte ja, wenn man so eine Seite hat, auch Sachen einbauen. Zum Beispiel Filme, Bilder, Spiele, und hat das patentieren lassen. Diese Firma hat nie ein Produkt auf den Markt gebracht, sondern hat gewartet, bis irgendwann mal der Rest der Technik zu ihnen aufgeschlossen hat. Und dann kam Microsoft und hat die Internet Explorer angeboten. Haben sie auch noch nichts gesagt. Dann haben sie gewartet, bis auf jedem PC der Welt Windows mit Internet Explorer war. Und dann haben sie gesagt, ach übrigens, wir haben da ein Patent, ihr habt jetzt 1 Milliarde Mal Patentverletzungen gemacht und auf jedem PC der Welt ist unser tolles Patent verwendet. Wir verlangen jetzt 1% eures Umsatzes. Auch das ist eine hinterhältige Masche, weil man sagt, jemand, der nichts tut, sondern nur abwartet, bis jemand anders verletzt, ist ein böser Mensch. Diese Methode nennt sich Innovate, weil Innovate, weil Innovation und Warten, ja, also sie innovieren, machen aber nichts mit der Erfindung, sondern warten einfach ab, bis jemand anders die gleiche Idee hat. Jemand, der besser ist als Sie und das besser nutzen kann. Die zweite Methode ist noch viel schlimmer. Sie setzen sich in ein Standardisierungsgremium, wie die Leute mit dem Handy, die den Handystandard machen. Und Sie sitzen da und hören sich das alles brav an und nicken immer alles ab. Und dann kommt irgendwann der Standard raus. Dann warten Sie auch noch ein paar Monate. Dann haben ganz viele Leute diesen Standard umgesetzt und alle Leute haben ein Handy in der Hand. Und dann sagen Sie, ach, mir fällt übrigens ein, dieser Standard verletzt auch mein Patent. Das habt ihr alle nicht lizenziert, weil das ist nicht im Patentpool. Und deshalb hat jeder, der ein Handy benutzt hat, mein Patent verletzt. Und deshalb kriege ich von jedem Menschen, der ein Handy hat, Geld. Beziehungsweise von jedem Handyhersteller, weil die Endkunden ja nicht zahlen. Der Unterschied hier ist, da oben kann man immer noch sagen, das ist okay, Sie haben ein Wischiwaschi-Patent gemacht und haben einfach abgewartet. Hier ist der Vorwurf, Sie hatten das Patent schon, haben vielleicht sogar den Standard in diese Richtung gedrängt, dass es irgendwie in Richtung Ihres Patents geht, haben nie über Ihr Patent gesprochen und haben dann gewartet, bis der Standard umgesetzt ist. Und das ist eine hinterhältige Masche, weil es führt dazu, dass auf einmal Sie ganz viel Geld kriegen. Das hatten wir bei Speicherbausteinen, Computern zum Beispiel. Da gibt es ein Standardgremium, das heißt JEDEC, und da saß ein Hersteller drin, der hatte Patente, der hat sogar während das Verfahren lief immer noch seine Patentanmeldung aktualisiert, dass die genauso wörtlich formuliert waren, wie das, worüber gerade beraten wurde. Und als dann das standardisiert wurde, kam man hinterher und sagte, haha, im Übrigen spricht das genau meinem Patent, jetzt kriege ich Geld von euch allen. Entscheidend ist natürlich, dass die warten, bis der Standard auch umgesetzt ist, dass es keinen Rückweg mehr gibt. Das machen wir dann aber nächste Woche, dann reden wir nämlich über Kartellrecht. Damit kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Veranstaltung, nämlich dem Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren. Diejenigen von Ihnen, die Markenrecht gelernt haben, die kennen das so ähnlich aus dem Markenrecht, da haben wir auch den Widerspruch und die Nichtigkeitsklage. Erinnern Sie sich dran? Im Patentrecht ist das ähnlich. Wenn Sie ein Patent haben, können verschiedene Dinge passieren. Sie können zunächst mal einfach abwarten und allein durchs Warten irgendwann mal erlischt Ihr Patent. Es erlischt relativ schnell, wenn Sie nämlich nicht nachzahlen. Ähnlich wie bei der Marke müssen Sie beim Patent regelmäßig nachzahlen, sonst erlischt das, haben Sie auch beim Designschutz. Wenn Sie es nicht tun, haben Sie halt Pech gehabt. Sie können aber auch freiwillig Ihr Patent beschränken.
Außerdem gibt es den Einspruch und die Nichtigkeit. Patentbeschränkung finden Sie in 64 Patentgesetzen. 64 Patentgesetz sagt, Sie können nach der Erteilung des Patentes Ihre Patentansprüche umformulieren. Diese Umformulierung darf aber nicht zu einer Erweiterung führen, indem Sie Tatbestandsmerkmale weglassen, sondern sie darf nur zu einer Einschränkung führen. Das heißt, Sie dürfen nur Sachen hinzufügen, die aber im Patent schon drin angelegt waren. Das Ziel, warum Sie das machen sollen, Ihre Ansprüche enger fassen, ist, Sie wollen verhindern, dass das Patent aufgehoben wird. Bevor also eine Nichtigkeitsklage erfolgreich ist, ändern Sie das Patent so, dass es noch gerettet werden kann. Eine solche Beschränkung ist formal recht einfach. Sie müssen dazu einen Antrag stellen. Der Antrag muss schriftlich sein, es reicht auch nicht mündlich. Sie müssen eine Gebühr zahlen. Und dann wird geprüft, ob Ihre Änderung keine Erweiterung ist. Wenn das der Fall ist, wird Ihr Patent geändert mit Wirkung ex tunc. Das heißt, es wird so getan, als wäre das Patent von Anfang an in der Form erteilt worden, in der Sie es umformuliert haben. Wenn Sie es mit Wirkung ex nunc loswerden wollen, können Sie auch den Verzicht erklären, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Verzicht als Verfügung, müssen Sie auch schriftlich erklären, dann wird das Patent einfach aufgehoben. Das ist die freiwillige Beschränkung, können Sie, wie gesagt, jederzeit machen. Sagen Sie einfach, ich will das Patent in der Formulierung schützen, statt in der jetzigen. Die Wege, die praktisch relevanter sind, sind die Vernichtung durch Dritte. Und da geht es zunächst mal um den Einspruch. Einspruch ist das Verfahren, in dem die Allgemeinheit in die Erteilung eingebunden wird. Sie kennen das bei den relativen Schutzhindernissen im Markenrecht, wo auch gesagt wird, ich habe ein älteres Recht oder ähnliches. Das wird hier im Patentrecht durch den Einspruch gewährleistet. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kann Einspruch gegen ein Patent einlegen. Sie können also gucken, welche Patente werden gerade neu erteilt und dann können Sie sagen, Einspruch. Wenn gegen ein Patent mehrere Einsprüche vorliegen, kann das Patentamt die verbinden und die zusammen entscheiden. Das wird es auch tun und zwar deshalb, weil es an die Anträge ohnehin nicht gebunden ist. Das heißt, Sie können sagen, das Patent ist unwirksam wegen XY und jemand anderes sagt wegen AB. Und das Patentamt sagt, es ist unwirksam wegen UH. Das spielt keine Rolle, das geht dann einfach durch. In der Praxis spielt der Einspruch vor allen Dingen dann eine Rolle, wenn jemand schon Klagen erhoben hat auf Schadensersatz und Unterlassung. Dann kann jemand parallel dazu Einspruch einlegen und sagen, ich möchte das Patent aufgehoben haben. Das Ganze führt dann ausschließlich dazu, dass das Patent aufgehoben wird. Und wenn das Patent aufgehoben wird, dann entfällt auch der Rechtsgrund für Schadensunterlassung und die Klage wird abgewiesen. Wie wir gesehen haben eben, spielt der Einspruch für Lizenzverträge keine Rolle. Selbst wenn das Patent wegfällt, bleibt der Lizenzvertrag grundsätzlich bestehen. Die müssen also weiter zahlen. Regelmäßig hat das also da keine Rolle. Der Einspruch ist ein Verwaltungsverfahren, das heißt, es entscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt, dort eine Patentabteilung. Das Ganze hat aber noch eine zweite Instanz. Sie können dann vor das Bundespatentgericht ziehen. Das Bundespatentgericht prüft dann im Beschwerdeverfahren, ob das DPMA richtig entschieden hat. Beschwerde heißt, Sie prüfen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich. Sie haben also einen vollumfänglichen Prüfungsumfang, ob die Entscheidung richtig ist. Und schließlich gibt es eine dritte Instanz. Sie können dann nochmal Rechtsbeschwerde zum BGH einlegen. Im Rahmen der Rechtsbeschwerde wird aber, wie der Name schon sagt, ausschließlich die rechtliche Wirksamkeit geprüft. Der BGH prüft also nicht mehr die Tatsachen. Ein paralleles Verfahren haben wir auch für das europäische Patent. Das wird dann beim Europäischen Patentamt durchgeführt. Da gibt es dann keine Zuständigkeit von Bundespatentgericht oder BGH. Das Verfahren bleibt allein beim Europäischen Patentamt. Der Grund dafür ist,
dass das europäische Patent ein Bündelpatent ist und eben nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch alle anderen Mitgliedstaaten und deshalb eine Aufhebung durch den BGH für Großbritannien zum Beispiel irgendwie komisch wäre. Deshalb gibt es da keine Instanzen, die außerhalb dieses EPA liegen. Einspruch wird zunächst mal eingelegt. Dazu müssen Sie ein Schreiben ans Deutsche Patent- und Markenamt schicken, bzw. das EPA, und sagen, ich lege hiermit Einspruch ein. Sie sollen dabei auch deutlich machen, was Ihre Einwände sind. Sie müssen also sagen, hier und da, das ist das, was problematisch ist an dem Patent. Das ist nicht neu, das beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit, etc. Sobald einer Einspruch eingelegt hat, können ganz viele andere beitreten. Das ist ein bisschen wie im Verwaltungsprozess, wo Sie so das mit der Beiladung haben. Hier kann jeder sagen, ich möchte mit dabei sein und auch Einwände gegen dieses böse Patent machen. Praktisch war das zum Beispiel so bei diesen ganzen Biopatenten. Zum Beispiel, wir haben ja gesprochen über dieses Umkaloabo, Sie erinnern sich, dieses Hustensaftzeug, wo dann die ganzen Menschenrechtsorganisationen gesagt haben, das kannten die Indianer doch schon vor Jahrhunderten. Das ist gar keine Erfindung, sondern nur eine Wiederentdeckung. Auch da haben sich ganz viele Leute an diesem Einspruch beteiligt. Oder auch bei diesen Patenten auf irgendwelche Schwangerschaftshormone. Da wurde gesagt, das ist Sklaverei, das ist Eheverletzung. Da haben die ganzen religiösen Verbände sich zusammengetan und Einspruch eingelegt. An so einem Einspruch können unbegrenzt viele Leute beteiligt sein. Dann schreibt jeder seinen Brief ans Deutsche Patentamt und dann kann jeder sich da äußern. Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft dann aufgrund der Einsprüche, ob das Patent möglicherweise unwirksam ist. Es ist dabei nicht an die Anträge gebunden. Es kann also auch sagen, es ist aus ganz anderen Gründen unwirksam. Es kann einfach frei schöpfen. Folge der Prüfung kann dann sein, dass entweder das Patent aufrechterhalten wird, dass gesagt wird, es war alles erfolglos, oder das Patent komplett widerrufen wird, dass gesagt wird, da ist nichts mehr zu retten, oder dass einzelne Teile widerrufen werden, dass gesagt wird, Patentanspruch 3 ist unwirksam, aber 4 und 5 sind wirksam. Im Laufe dieses Verfahrens haben die Beteiligten verschiedene Möglichkeiten. Der Patentinhaber, der das beobachtet, kann während des gesamten Verfahrens sein Patent beschränken. Er kann also sagen, ich nehme diesen Teil einfach komplett raus. Dann hat er das Problem eliminiert und er hat den Widerruf erfolgreich abgewendet. Er kann aber auch nach § 60 das Patent teilen. Die Teilung hat zur Folge, dass man aus einem Patent zwei macht. Was? Was? Ah, das ist schlecht. Das ist vom Februar 2016. Aufgehoben 2006 steht hier. Perfekt, wieder eingeführt. Nee. Das wundert mich jetzt. Dann, 39 muss da hin. Warten Sie, das ist nämlich falsch. 39 müsste Teilung regeln, oder? Ja. So, jetzt ist alles weg. Na toll. Jetzt geht hier nichts mehr. Außerdem kann er als letzte Möglichkeit, der Einsprechende kann seinen Antrag zurücknehmen, kann sagen, ich will nicht mehr, dass das Verfahren geführt wird. Das ändert aber nichts daran, sondern das Verfahren einmal eingeleitet ist, läuft es automatisch weiter. Das heißt, der Einspruch bleibt bestehen, auch wenn derjenige seinen Antrag zurücknimmt. Der Grund dafür ist, das Ganze soll sicherstellen, dass keine Patente erteilt werden, die nicht vorhanden sein sollten. Das heißt, es wird objektiv geprüft. Das ist im Grunde wie so eine Hebelwirkung. Wenn ich Einspruch einlege, dann läuft das Verfahren und ich habe als Einleitender keinen Einfluss mehr. Ja?
Das Verfahren ist im Grundsatz ein schriftliches. Das heißt, es findet keine mündliche Verhandlung statt. In der Praxis hat sich das aber anders entwickelt, denn nach 59.3.1 kann jeder Beteiligte eine mündliche Verhandlung beantragen und die ist sogar öffentlich. In der Praxis werden diese öffentlichen Anhörungen recht oft durchgeführt. Dann sitzen da die Verbände und dann machen wir auch Medien, die da hingehen und das filmen und alle interviewen. Wenn es halt um wichtige Patente geht, ist ein großer Medienaufwand. Diese öffentlichen Anhörungen haben praktisch eine große Bedeutung. Das Gesetz sagt aber, der Regelfall ist das schriftliche Verfahren, nur wenn jemand es beantragt, wird öffentlich angehört. Mündliche Aussagen sind nach dem Gesetz die Ausnahme. Das Ganze ist ein behördliches Verfahren und im behördlichen Verfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Der gilt nicht nur vor dem Patent- und Markenamt, sondern der gilt auch vor dem Patentgericht. Das heißt, Sie sind nicht an die Beweismittel, die von den Parteien vorgelegt werden, gebunden, sondern die können einfach alles berücksichtigen. Und es gilt nicht, wie im Zivilprozess, die Dispositionsmaxime, sondern es gilt auch hier der Untersuchungsgrundsatz. Das DPMA kann einfach beliebige Einspruchsgründe prüfen. Interessanterweise, in der Beschwerde ist das Bundespatentgericht hingegen an das gebunden, was das DPMA geprüft hat. Es kann keine anderen Einspruchsgründe mehr prüfen. Es kann prüfen, ob die zu Recht bejaht worden sind oder nicht. Es kann aber nicht neue Gründe einführen. Dafür müsste ein neues Einspruchsverfahren eingeleitet werden. Also das DPMA kann beliebige Sachen prüfen, das Patentgericht hingegen nur die Sachen, die in erster Instanz geprüft worden sind. Ich habe Ihnen gesagt, jedermann kann diesen Antrag stellen. Jedermann heißt wirklich jeder. Einzige Voraussetzung ist, er muss identifizierbar sein. Es muss also klar sein, wer derjenige ist, weil man ihm auch Sachen zuschicken können muss. Er muss außerdem nach allgemeinen Regeln prozessfähig sein. Das heißt, er muss geschäftsfähig sein oder einen gesetzlichen Vertreter haben. Und er muss parteifähig sein, das heißt, er muss rechtsfähig sein. Es gibt davon insgesamt vier Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist die sogenannte widerrechtliche Entnahme. Die widerrechtliche Entnahme haben wir letzte Woche schon besprochen. Wenn jemand die Erfindung in eigenem Namen angemeldet hat, obwohl er sie sich unlauter beschafft hat. Er hat die ausspioniert, er hat die gestohlen, er hat die sich verraten lassen. In diesen Fällen darf nur der Verletzer sagen, es ist mir geklaut worden. Sie dürfen also nicht sagen, das hat der von dem geklaut, sondern nur das Opfer kann da diesen Grund geltend machen. Der Patentinhaber selber kann gegen sein eigenes Patent keinen Einspruch einlegen. Jetzt sagen Sie, warum sollte er das tun? Der Grund, warum man sowas tun kann, ist, dass man möglicherweise bestimmte Verfahren verzögern will. Man will also eine Verzögerung haben, zum Beispiel ein Patentverletzungsverfahren, weil man dann abwarten müsste. Ebenso wenig darf Einspruch einlegen jemand, der aus Treuegründen verpflichtet ist. Das ist zum Beispiel der ausschließliche Lizenznehmer, der kann nicht gegen das Patent selber Einspruch einlegen. Und schließlich dürfen keinen Einspruch einlegen Strohleute für den Patentinhaber oder Leute, die selber keinen Einspruch einlegen dürfen, weil das halt eine evidente Umgehung ist. Ansonsten darf jeder Einspruch einlegen. Der erfolgreiche Einspruch führt zur Aufhebung des Patents ex tunc. Das heißt, das Patent wird so behandelt, als sei es nie erteilt worden. Das Ganze gilt auch dann, wenn das Patent zwischendurch erlischt. Allerdings wird das Patentamt einen Einspruch dann nicht mehr weiter bearbeiten, wenn das Patent erloschen ist, außer der Einsprechende hat nachgewiesen, dass er ein besonderes Interesse hat. Das liegt dann vor, wenn er selber auf Unterlassung oder Schadensanspruch genommen worden ist. Wenn Sie auf Schadensersatz verklagt worden sind und danach der Klageerhebung auf Schadensersatz der Patentinhaber verzichtet, dann besteht das Patent zwar jetzt nicht mehr,
aber möglicherweise bestand es zu der Zeit, als sie den Schaden verursacht haben. Das heißt, für ihren Schadensersatzanspruch ist ganz entscheidend, ob das Patent damals bestand oder nicht. Im Patenteinspruchsverfahren gibt es keine Kostenentscheidung. Das heißt, jeder trägt grundsätzlich seine eigenen Kosten. Das heißt, auch wenn Sie verlieren, kriegen Sie nicht mehr Kosten zugewiesen. Das heißt, es ist recht einfach. Die Kosten sind auch sehr niedrig. Der Einspruch ist allerdings zeitlich begrenzt. Sie dürfen nur Einspruch einlegen innerhalb von 9 Monaten nach der Erteilung. Das gilt sowohl im europäischen Patentrecht als auch im deutschen. Früher war im deutschen 3 Monate, im europäischen 9. Das hat man dann angeglichen, um das zu vereinfachen. Wenn Sie nach 9 Monaten und 5 Tagen Einspruch einlegen, haben Sie Pech gehabt. Es gibt auch keine Wiedereinsetzung. Selbst wenn Sie schuldlos die Frist versäumt haben, ist das Pech. Einspruch muss pünktlich eingehen, sonst war es das. In der Begründetheit des Einspruchsverfahrens muss man dann prüfen, ob ein Einspruchsgrund vorliegt. Die Einspruchsgründe sind abschließend aufgelistet in § 21 Patentgesetz und es fängt an mit der fehlenden Patentfähigkeit. Das ist das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Da müssen wir dann prüfen, liegt eine Erfindung im Sinne von § 1 Absatz 1 vor? Ist diese Erfindung neu im Sinne von § 3? Beruht sie auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von § 4? Ist sie gewerblich anwendbar im Sinne von § 5? Und greift kein Ausschluss nach § 2 und 2a? Wenn Sie das alles geprüft haben, dann ist dieser Einspruchsgrund zu verneinen. Praktische Bedeutung hat das vor allen Dingen dann, wenn das Patentamt übersehen hat, was Stand der Technik ist. Die haben irgendwo eine Entgegenhaltung übersehen, haben also nicht entdeckt, dass es da ein Dokument gab in einer Bibliothek in Sibirien, was Sie aber aus dem Hut gezaubert haben und sagen, das gab es vorher schon. Dann können Sie sagen, das Patent ist nicht, hätte man damals auch finden müssen. Nicht entgegenhalten können Sie natürlich alle Sachen, die nach Patentanmeldung passiert sind, weil der Stand der Technik ja bemessen wird an dem Tag der Anmeldung und nicht, was danach ist. Der zweite Einspruchsgrund ist die unzureichende Offenbarung. Das Patent muss in der Patentschrift so vollständig erklärt werden, dass der Fachmann es ausführen kann. Wenn also eine geheime Zutat fehlt oder so formuliert ist, dass der Fachmann es nicht verstehen kann, dann ist das Patent ebenfalls zu Unrecht erteilt worden und ist aufzuheben. Es muss so sein, dass ohne weitere zusätzliche Dokumente das Ganze umgesetzt werden kann. Der dritte Grund ist die widerrechtliche Entnahme. Da haben wir schon drüber gesprochen, Sie erinnern sich, jemand klaut eine fremde Erfindung. Dann darf der wahre Erfinder gegen den Dieb vorgehen und sagen, dein Patent ist unwirksam. Wir haben auch gesehen, er hat noch verschiedene andere Möglichkeiten. Er hat einen Anspruch auf Übertragung, Patentvindikation. Er hat einen Anspruch, nachdem es für Unwirksamkeit erklärt worden ist, das selber in eigenem Namen nochmal neu anzumelden. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Die schwierigste Variante ist die letzte. Die Idee ist, Sie dürfen während des Anmeldeverfahrens die Formulierung ändern. Das müssen Sie sogar können, weil der Sinn des ganzen Verfahrens ist, dass die Prüfer Ihnen sagen, das und das geht nicht, weil das zu weit ist. Oder das und das ist missverständlich. Wenn diese Änderungen aber dazu führen, dass jetzt mehr geschützt wird, als ursprünglich angemeldet wurde, dann ist diese Erweiterung unwirksam. Dann muss diese Änderung wieder rückgängig gemacht werden. Dann ist das Patent sozusagen insoweit zu widerrufen, als es zu weit geht. Das kann aber zu einem Problem führen. Wenn Sie nämlich es umformuliert haben, dann können Sie im schlimmsten Fall auch nicht die ursprüngliche Formulierung mehr nehmen, weil Sie dürfen das Patent nicht erweitern gegenüber der erteilten Fassung. Die Grenze ist also einerseits die Anmeldefassung nach einer Seite und in die andere Seite die erteilte Fassung. Und Sie dürfen nicht über die Anmeldefassung hinausgehen, Sie dürfen auch nicht über die erteilte Fassung hinausgehen. Sie müssen also sozusagen unter beiden Grenzen durchschwimmen. Und
Das kann dazu führen, dass eine Umformulierung problematisch ist. Und deshalb ist das praktisch sehr schwierig, wenn da was umformuliert worden ist. Das Patentamt versucht daher, Änderungen der Patentansprüche so weit wie möglich zu vermeiden. Und wenn es zu diesem Einspruchsgrund kommt, wird dann meistens eine klarstellende Anmerkung gemacht, das und das soll nicht erfasst werden. Es wird dann nicht der Text als solcher umformuliert, sondern eine Ergänzung gemacht. Dieser Text ist so und so nicht zu verstehen. So, das ist das Einspruchsverfahren. Das Einspruchsverfahren ist, wie gesagt, ein Verwaltungsverfahren mit anschließendem Klageverfahren Patentgericht BGH. Nach den 9 Monaten gibt es die Möglichkeit des Einspruchs nicht mehr. Stattdessen können Sie Nichtigkeitsklage erheben. Und hier ist es anders im Einspruchsverfahren. Hier gibt es ein einheitliches Verfahren für die deutschen Patente vom DPMA und für die deutschen Teile eines europäischen Patents. Sie erinnern sich düster, das europäische Patent ist nicht wie eine Unionsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern es ist ein Bündelpatent. Das heißt, am Ende haben Sie ein deutsches Patent plus ein französisches Patent plus ein spanisches Patent. Wenn die 9 Monate um sind, splittet sich das europäische Patent auf und Sie haben den deutschen Teil und der wird ganz normal in Deutschland im Nichtigkeitsverfahren kontrolliert. Ein Nichtigkeitsverfahren darf frühestens eingeleitet werden nach diesen 9 Monaten, aber auch dann darf es nicht eingeleitet werden, wenn noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Wenn also jemand im 8. Monat ein Einspruchsverfahren eingeleitet hat und das noch nicht entschieden ist, darf so lange kein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden, wie dieses Einspruchsverfahren noch läuft. Der Grund dafür ist, dass man sagt, das Patentamt ist eher kompetent, das zu prüfen. Deshalb soll das grundsätzlich erstmal da verbleiben. Wenn ich diese Hürde überwunden habe, kann ich Nichtigkeitsklage erheben beim Bundespatentgericht. Das heißt, das Patentamt ist hier anders im Einspruchsverfahren gar nicht involviert. Ich gehe also nicht vor beim Amt, sondern ich gehe direkt zum Gericht. Bemerkenswerterweise ist der BGH hier zuständig als Berufungsgericht. Der BGH ist hier nicht Revision oder Beschwerde, sondern der BGH ist zuständig als Berufungsgericht. Das bedeutet, der BGH ist hier zu einer vollständigen Tatsachenprüfung berechtigt und verpflichtet. Der BGH muss also auch möglicherweise Sachverständige anhören, Augenscheinbeweis nehmen, Zeugen vernehmen und Ähnliches. Das ist einer von 2 Fällen, wo der BGH Tatsacheninstanz ist. Sie wissen, in allen anderen Fällen ist der BGH nur Revision. Revision ist reine Rechtsprüfung. Hier prüft der BGH auch Tatsachen. Eine dritte Instanz gibt es logischerweise nicht, weil wir haben kein höheres Gericht als den BGH. Das heißt, es gibt hier keine Revision, es gibt nur die Berufung. Das Verfahren ist anders als im Einspruchsverfahren ein kontradiktorisches Verfahren. Es gibt also einen Kläger und einen Beklagten. Kläger ist derjenige, der Patentinhaber ist. Kläger ist derjenige, der das Patent für unwirksam erklärt haben will. Beklagter ist derjenige, der Inhaber des Patents ist. Für dieses Verfahren gelten nach § 99 Absatz 1 die ganzen Regeln der ZPO uneingeschränkt, aber es gibt gewisse Sonderregeln, die in den folgenden Paragraphen geregelt sind. Insbesondere gibt es andere Gebühren als im normalen Rechtsstreit. Sie zahlen eine 4,5-fache Gebühr, die streitwertabhängig ist. Außerdem gibt es gegenüber 91 folgenden ZPO eine Eigenregelung der Kostenentscheidung in 84. Das heißt, auch da gibt es andere Regeln. Wenn mehrere Leute eine Nichtigkeitsklage erheben, kann man diese Verfahren verbinden. Das heißt, man kann nicht zu einem normalen Verfahren beitreten ohne Zustimmung, aber das Gericht kann mehrere Nichtigkeitsklagen miteinander verbinden. Möglich ist auch eine Nebenintervention, das kennen Sie, wenn jemand als Streithelfer beitritt und sagt, ich will die Partei unterstützen, auch das geht ganz normal.
auch hier darf der Patentinhaber nicht selber sich verklagen. Das ist hier viel offensichtlicher noch, weil er halt nicht gleichzeitig Kläger und Beklagter sein kann. Das heißt, er kann nicht auf beiden Seiten stehen. Ebenso wenig kann er aber Strohleute einschalten zur Umgehung. Und Leute, die aus Treupflichtgründen nicht die Klage erheben dürfen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Das Patentamt hat in diesem Verfahren gar nichts zu sagen. Es darf noch nicht mal Stellungnahmen abgeben und sagen, wir halten das aber für falsch. Das Patentamt wird nicht gefragt im Nichtigkeitsverfahren. In der ersten Instanz ist es genauso wie beim Amtsgericht ein Parteiprozess. Das heißt, die Parteien brauchen keinen Anwalt, keinen Patentanwalt, sondern können beim Bundespatentgericht einfach mal selber auftreten. Vor dem BGH gibt es dagegen Anwaltszwang. 113 Patentgesetz sagt, Sie brauchen einen Anwalt und ohne den geht es nicht. Die Regeln sind gegenüber der ZPO geringfügig modifiziert. Zunächst mal haben wir 83.1. Und 83.1 sagt, dass die Patentrichter die Leute so weit wie möglich lenken sollen. In der ZPO dürfen sie grundsätzlich Neutralität nicht verletzen und müssen auf der Seite keiner Partei sein. Hier sind die Patentrichter nicht auf Neutralität verpflichtet. Sie können sagen, hör mal, die und die Frage sollst du mal recherchieren und uns sagen, warum das so ist. Das sagt 83.1. 83.2 bis 4 ist auch etwas brutaler als der ZPO. Die können Fristen setzen und wenn innerhalb der Fristen nichts passiert, sind sie präkludiert. Das bedeutet, alles, was sie an Vortragen, ist komplett ausgeschlossen. 87 Patentgesetz bricht dann komplett mit der ZPO. Da steht nämlich drin, es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. In der ZPO gilt der Beibringungsgrundsatz. Es werden nur die Beweismittel berücksichtigt, die Parteien beibringen. Hier 87 Absatz 1 Satz 1. Das Gericht ermittelt von Amts wegen die relevanten Tatsachen. Und 87.1.2, es ist auch an die Anträge nicht gebunden, es kann dann einfach mal so frei Beweismittel zusammensuchen. 88 Patentgesetz sagt auf den ersten Blick in 88.1.2, ja, es gelten dieselben Beweismittel wie in der ZPO, aber wo ein Satz 2 ist, auch ein Satz 1, das Gericht darf alle Beweismittel berücksichtigen, die es für zweckdienlich hält. Es ist nicht gebunden an die Auflistung Sachverständige, Augenschein, Parteivernehmung, Urkunden, Zeugen. Die können alles nehmen. Die können also auch irgendwelche Behördenauskünfte einholen, beim DPMA nachfragen, Akten beiziehen oder Ähnliches. Das ist hier alles unproblematisch zulässig. Sie können Leute am Telefon vernehmen, sie können sich Videos angucken. All das ist unproblematisch möglich. Der Sinn dieser ganzen Regelungen ist, dass möglichst alles, was überhaupt zu sagen ist, schon in der ersten Instanz gesagt wird. Denn der BGH ist ein extrem langsames Gericht. Der BGH ist schon langsam in Revisionsverfahren, wo es um Rechtsfragen geht. Aber wenn der BGH Zeugen vernehmen muss und ähnliche Tatsachenbeweise, dann ist der BGH komplett überfordert. Patentnichtigkeitsverfahren haben traditionell eine Laufzeit von 5 bis 6 Jahren. Also bis Sie die BGH-Entscheidung haben, sitzen Sie schon mal 5 Jahre da und warten. Der Sinn dieser ganzen Regelungen, die relativ neu sind, ist, man möchte das beschleunigen, weil das Patentgericht halt mehr Ressourcen hat und mehr Zeit hat. Und je mehr da schon geklärt ist, desto schneller kann der BGH sagen, ist ja alles sicher, alle anderen Vorträge sind präkludiert und ausgeschlossen. Also der BGH soll möglichst wenig zu beurteilen haben. Bisher hat das Ganze sich noch nicht so wirklich bewährt, aber man hofft, dass das langfristig dazu führt, dass die Leute weniger in der zweiten Instanz nachschieben. Die Klage muss schriftlich erhoben werden. Das ergibt sich wiederum aus 99.6. Außerdem 99.1 verweist er wieder auf die ZPO und da steht drin, die Schriftsätze müssen unterschrieben sein. 130 Nummer 6. Das Verfahren wird in deutscher Sprache geführt. Das klingt auf den ersten Blick einfach, weil es deutsche Gerichte sind. Aber die Patente können durchaus in einer Fremdsprache sein.
Beim europäischen Patent ist es möglich, dass die Verfahrenssprache beim europäischen Patentamt Französisch war oder Englisch war, dann ist das Patent in Englisch. Und dann müssen die deutschen Gerichte die englische Fassung auslegen. Trotzdem, das Verfahren insgesamt wird in Deutsch geführt, das heißt, dann wird über die englische Fassung auf Deutsch gestritten oder über die französische. Ähnlich wie im Einspruchsverfahren gibt es hier kein Rechtsschutzbedürfnis. Das heißt, normalerweise prüfen wir zusätzlich in einer Klage immer Rechtsschutzbedürfnis, warum klagt dieser Mensch. Die Patentnichtigkeitsklage ist genauso wie der Einspruch eine Popularklage. Das heißt, jeder Mensch auf der ganzen Welt kann hier dieses Verfahren einleiten. Der Grund ist auch wieder, man möchte keine unwirksamen Patente in Deutschland haben. Es soll alles einfach, klar und verständlich sein. Und unwirksame Patente sind wettbewerbsfeindlich. Deshalb kann jeder das Ganze beantragen. Wenn das Patent aber bereits erloschen ist, muss ich ein Rechtsschutzbedürfnis geltend machen. Das mache ich immer dann, wenn gegen mich eine Verletzungsklage eingereicht ist. Wenn also der andere behauptet, ich hätte ein Patent verletzt, kann ich da sagen, das war aber nie wirksam und deshalb war es auch keine Verletzung. Deshalb kann ich da dann Nichtigkeitsklage erheben. Patentnichtigkeitsklagen haben noch einen Unterschied zur normalen ZPO. Normale Urteile wirken nur für Kläger und Beklagten, inter partes, wie man sagt, unter den Parteien. Hier wirkt das Urteil für und gegen jedermann. Wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird, ist es für jedermann nichtig. Es ist absolut unwirksam. Das heißt, der Kläger macht im Grunde nicht nur seine eigenen Rechte geltend, sondern die Rechte der Allgemeinheit. Die Rückwirkung geht bis auf den Tag der Erteilung zurück. Es wird also getan, als sei das Patent nie erteilt worden. Auch hier kann ich aber das Patent möglicherweise retten als Patentinhaber, indem ich es einfach beschränke und sage, der verseuchte Teil, der unwirksame Teil wird rausgenommen und der Rest bleibt erhalten. Wie wir gesehen haben, die Klage kann ich erheben nach Ablauf der Einspruchsfrist. Theoretisch kann ich sie danach beliebig lange erheben. Wenn also jemand gegen mich wegen Patentverletzung im Jahr 2015 klagt, kann ich sagen, auch im Jahr 2018, das Patent war damals schon unwirksam. Selbst wenn das Patent schon 2016 abgelaufen ist, spielt das keine Rolle. Ich kann immer noch nächstes Jahr Nichtigkeitsklage erheben. Es gibt da keine zeitliche Begrenzung. Ich muss dann nur ein Rechtsschutzbedürfnis darlegen, weil normalerweise mit Erledigung alles vorbei ist. Die Begründetheitsprüfung der Nichtigkeitsklage ist im Prinzip exakt die gleiche wie beim Einspruch. Ich prüfe also wieder, ist das Patent wirksam erteilt worden, gab es eine widerrechtliche Entnahme, gab es eine Erweiterung. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Wenn die Patentansprüche im Rahmen des Einspruchsverfahrens geändert worden sind, kann ich auch sagen, durch diese Änderung ist eine Erweiterung eingetreten und deshalb ist das Patent unwirksam. Es gibt also einen zusätzlichen Nichtigkeitsgrund, ansonsten ist die Prüfung exakt die gleiche. So, dann bleibt noch der letzte Punkt, das Verhältnis der Nichtigkeitsklage zum Verletzungsverfahren. Wir haben gelernt, wenn jemand ein Patent verletzt, kann ich ihn auf Schadensersatz in Anspruch nehmen vor dem Landgericht, egal wo, Düsseldorf, München, Hannover etc. Die Patentnichtigkeitsklage muss ich aber beim Bundespatentgericht erheben. Ich kann auch keine Wiederklage erheben auf Nichtigerklärung des Patents, sondern ich darf immer nur klagen auf Schadensersatz und damit habe ich Pech gehabt. Das führt dazu, dass ich dasselbe Patent bei zwei Gerichten anhängig habe. Das Bundespatentgericht prüft, ob das Patent wirksam ist und das Landgericht prüft, ob ich das Patent verletze. Damit diese Verfahren nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dass das Landgericht sagt, es liegt eine Patentverletzung vor und das Bundespatentgericht sagt, das Patent ist nichtig, gibt es die Möglichkeit der Aussetzung nach 148 ZPO. Das
Gericht im Verletzungsverfahren darf sein Verfahren aussetzen bis zu dem Moment, wo der Nichtigkeitsstreit entschieden ist. Dasselbe gilt auch für das Einspruchsverfahren. Wenn Sie also auf Schadensersatz verklagt sind, können Sie das Urteil verzögern, indem Sie einfach mal eine Nichtigkeitsklage einreichen. Allerdings hat die Rechtsprechung diese Regelung eingeschränkt. Sie sagt nämlich, eine missbräuchliche Nichtigkeitsklage, ein missbräuchliches Einspruchsverfahren führt nicht zur Aussetzung. Das Verletzungsgericht muss eine kursorische Prüfung vornehmen, ob diese Klage Aussicht auf Erfolg hat. Also ob die berechtigte Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Patent aufgehoben wird. Nur dann, wenn die Prognose sagt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Patent aufgehoben wird, darf das Verfahren ausgesetzt werden. Wenn Sie dagegen überzeugt sind als Verletzungsrichter, das Patent ist wirksam, dann dürfen Sie nicht aussetzen, dann müssen Sie weiterentscheiden. Also die Aussetzung heißt immer, es muss zumindest die Chance bestehen, dass bei diesem Verfahren rauskommt, das Patent ist nichtig. Der große Vorteil unseres Instanzenzuges ist, dass das Nichtigkeitsverfahren letztendlich beim BGH landet als Berufungsinstanz, aber auch das Verletzungsverfahren landet beim BGH als Revisionsinstanz. Das heißt, beide Instanzenzüge enden beim BGH und beide Instanzenzüge enden sogar beim selben Senat beim BGH. Das heißt, dieselben Leute entscheiden letztendlich über die Nichtigkeit oder die Verletzung. Trotzdem ist das Verfahren in der ersten Instanz und bei der Verletzungsklage auch in der zweiten Instanz separat zu handhaben. Das ist das sogenannte Trennungsprinzip. Wir in Deutschland haben das Trennungssystem, wir trennen zwischen Unwirksamkeitsverfahren und Verletzungsverfahren. Die meisten anderen Staaten der Welt, zum Beispiel die USA oder Großbritannien, haben das Einheitsverfahren. Da kann ich die Nichtigkeit als Wiederklage geltend machen. Das haben wir zum Beispiel in Deutschland im Designrecht und bald auch im Markenrecht. Dann kann ich im Rahmen der Wiederklage sagen, das ist unwirksam und mich damit verteidigen. Das haben wir hier nicht. Deshalb der 148 hohe praktische Bedeutung. Ich kann also einfach Nichtigkeit als Verzögerungstaktik nicht einsetzen, weil der Richter kursorisch auch mal prüfen muss, ob das Verfahren Erfolg hat. So, damit bin ich mit diesem spannenden Verfahrensthema auch durch. Haben Sie zu diesem Nichtigkeits- und Einspruchsthema noch Fragen? Nicht? Keine? Die Begeisterung ist groß für dieses Thema. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem spannenden Thema, nämlich Kartellrecht. Nächste Woche Kartellrecht, nämlich Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen im Kartellrecht, im Patentrecht. Damit sind wir dann auch fast am Ende, dann sind wir schon fast durch, wenn ich es recht sehe. Gut, dann bis nächste Woche.